Hey Lieben, ich bin's mal wieder und zwar aus der allertiefsten Versenkung aller Zeiten. Falls sich irgendwer gefragt hat, ob ich tot bin, nein, ich lebe noch. Und ja, ich starte hier mit einem kleinen Jahresrückblick für 2016 und wie ihr es im Titel schon sehen könnt, habe ich eine kleine Ankündigung für euch, aber die kommt ganz zum Schluss. Und ja, also ganz ehrlich, 2016 war, glaube ich, mit eins der beschissensten Jahre aller Zeiten. Nicht nur irgendwie was Politik und Schauspieler und was auch immer angeht, sondern auch für mich persönlich. Es war einfach ein richtiges Drecksjahr, muss man ganz ehrlich sagen. Und man hat es leider auch an meinem Kanal gemerkt. Es ist ziemlich viel im Bach runtergegangen und das tut mir auch wahnsinnig leid, weil im Endeffekt seid ihr diejenigen, die darunter leiden. Zum Beispiel, ich musste meinen Hund einschläfern lassen. Das war so eins der Dinge, die mich so richtig runtergezogen haben dieses Jahr. Das war im April. Und das ist jetzt 8 Monate her und ich bin irgendwie immer noch nicht so ganz darüber hinweg. Ich glaube, jeder, der einen Hund, Katze, Schrägstrich, Haustier besitzt, weiß, was ich meine. Und ja, dann hat mir einfach auch die Zeit und die Muse gefehlt. Und dann kam eins zum anderen und ich habe es wirklich total schleifen lassen. Große Sorry von mir an dieser Stelle. Dann kam natürlich noch eine riesige Veränderung im Kanal. Nicht nur, dass ich die 1000 Abonnenten Anfang dieses Jahres geknackt hatte. Nein, sondern ich habe auch mein Image gewechselt. Ich wurde von Chef die Raupe zu Moon Crystal, was wirklich auch sehr, sehr, sehr dringend Zeit wurde. Denn Chef die Raupe ist zwar ein Name mit sehr hohem Wiedererkennungswert, aber ich habe gemerkt, das passt einfach nicht mehr zu mir. Das war so noch meine kindliche Phase. Und jetzt habe ich endlich so den Namen gefunden, der eher zu meinem Image jetzt passt. Und das kam überraschend gut bei euch an und ich bin auch froh, dass dieser Imagewechsel so gut geklappt hat. Und ja, für 2017 habe ich mir einiges vorgenommen. Ihr habt vielleicht gemerkt, die Manga-Updates sind etwas weniger geworden. Das lag aber auch an dem, was ich euch im Manga-Update gesagt habe, wegen der Japan-Reise. Und ja, generell hat sich mein Interesse doch mehr auf Filme nun verlegt oder generell Nerd-Sachen, Games und sowas. Deshalb möchte ich für 2017 doch noch meinen Kanal nerdiger gestalten. Ich möchte viel mehr Film-Reviews zum Beispiel machen, beziehungsweise ich möchte damit starten. Ich möchte auch Game-Reviews gerne machen. Denn 2017 werden sehr viele gute Games rauskommen, wie auch unfassbar gute Filme. Und wer mich kennt, der weiß, ich gehe jeden Monat ins Kino. Das würde ich gerne für euch machen und dann würde ich euch natürlich bitten, einfach mal in die Kommentare zu schreiben, was ihr gerne von mir sehen möchtet. Ich würde zum Beispiel auch gerne Nerd-Rankings machen, zum Beispiel meine Top 10 Filmreihen oder meine Top 5 Games oder so irgendwas in der Art. Also falls ihr so irgendwas sehen möchtet und oder euch generell schon länger etwas auf dem Herzen liegt, was ihr von mir sehen möchtet, schreibt es mir jetzt in die Kommentare und ich möchte das alles gerne mit ins neue Jahr 2017 nehmen. Cosplay-mäßig steht ja auch einiges an. Und ja, wie ihr jetzt lesen könnt, ich fliege nächstes Jahr nach Japan. Endlich! Seit 5 oder 6 Jahren möchte ich nach Japan und ich habe es diesmal wirklich tatsächlich geschafft. Am 19. Juli 2017 werde ich nach Japan fliegen und ich nehme euch natürlich mit. Ich werde mir noch eine bessere Kamera zulegen. Und werde euch dann auf jeden Fall mitnehmen nach Japan und ich freue mich so unglaublich. Ich habe Monate auf diese Reise gespart, weil die sehr, sehr teuer ist. Deshalb konnte ich mir auch keine Mangas kaufen und ich habe mir diesen Traum jetzt erfüllt. Und ich hoffe, ihr freut euch genauso sehr wie ich. Oh mein Gott, ich kann es kaum noch abwarten, aber es ist jetzt noch einige Zeit hin. Und ja, das war es eigentlich so, was ich euch noch mitteilen wollte jetzt so zum Jahreswechsel. Ich möchte das ganze Negative in 2016 lassen. Auch das mit meinem Kanal, das nicht so gut gelaufen ist und möchte euch ganz viel Positives mit ins nächste Jahr geben. Bleibt gesund, feiert mit eurer Familie, habt viel Spaß mit euren Freunden, macht was auch immer ihr liebt und nehmt das alles mit in 2017 das Gute und ich hoffe, ihr schreibt mir ein paar coole Sachen in die Kommentare, was ich für euch nächstes Jahr alles machen kann. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Im neuen Jahr mit neuer Energie und mehr Motivation. Also dann, Sayonara!